Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge Dragon Ball Z Kakarot. So, ab ins Schiff rein. Ein verdächtiges Du infiltriert das Turnier und der Kaioshin und Kibito nehmen die Verfolgung auf. Oh, wo sind wir denn hier? Das ist ja ein irgendwie total unauffälliger Raum. Passt gut auf, wir wissen nicht, was für eine Fallen sie uns gestellt haben. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ist das ganz schön komisch, dass sie euch drei gar nicht angegriffen haben. Tut mir leid, aber herumsitzen und nichts tun, nicht uns einfach nicht. Lord Babidi ist auf der untersten Ebene des Schiffs. Wenn ihr noch weiter nach unten wollt, müsst ihr es erst mit mir aufnehmen. Ihr werdet also alle hier sterben. Seid ihr da mal nicht so sicher? Also, wer möchte zuerst? Stein, Schere, Papier wäre doch fair. Na schön. So, Leute, los geht's. Och, Mann. Schön, ich bin wohl als erstes dran. Willst du wirklich allein gegen ihn kämpfen? Natürlich. Mit diesem Wurm komme ich mehr als klar. Du bist noch dümmer, als du aussiehst, weißt du das? Wie ich schon gesagt habe, kommt ihr hier nicht mehr weiter. Wenn du hier Schaden erleidest, wird der in Energie umgewandelt und vom Raum absorbiert. Und dann direkt zum Ball geschickt, in dem Majin Buu eingeschossen ist. Gut zu wissen, das heißt, wenn ich dich jetzt sofort wegpuste, wird keine Energie absorbiert? Das stimmt, schade nur, dass sich das nicht passieren wird. Genug geredet, bringen wir die Sache mal schnell hinter uns. Zeig mir, was du kannst. Oh nein, du darfst mein Schiff nicht beschädigen. Hey, was ist da passiert? Wo sind wir? Babidi hat den Raum mit seiner Magie geändert. Wahrscheinlich zugunsten seines Handlangers. Na und? Oh, wow, dann komm mal ran hier. Und jetzt habe ich dich. Bam. Bam. Ja, sind wir auch wieder rein. Ich gesagt, dass du mich treffen sollst? Du gehst mir mit der Schreit, aber mal hier echt auf. So, Pui, jetzt bist du weg vom Fenster. Big Bang!
Boah, wir haben nur A geschafft. Du hast eine telepathische Nachricht von Meister Kaio. Der versuchte Barbier hat der keine stärkeren Schergen? Hey, guck mal, da hat sich ein Loch im Boden geöffnet. Sieht wie eine Art Aufzug aus. Wie ist das möglich? Tja, wie ist das wohl möglich? Hey, was ist denn jetzt los? Dieser Raum sieht genau wie der letzte aus. Boah! Der Typ sieht ziemlich langsam aus. Jackon. Da die Zeit knapp ist, transportiere ich dich auf deinen geliebten Heimatwelt der Dunkelheit in der stockfinstere Umgebung. Hol mir da bitte auch genug Energie. Du kämpfst gegen mich. My first course. Also tue ich ihn damit füttern oder was? Alter, was ist denn mit dir? Oh jo. Also tue ich ihn damit füttern. Ich mach dich fertig. Richtig noch. Ha ha ha!
Aber dürfte ich jetzt mal. Hammer, ey. Ey, die haben ja Power drauf, ey. 64 hatte. Puh. Wenn sie uns mehr nicht zu bieten haben, muss der Majin Buu ja ein totaler Schwächling sein. Was in aller Welt sind das denn für Leute? Ich weiß, was da zu tun ist. Ich werde mich persönlich um die Eindringlinge kümmern. Und so müsste ich mehr als genug Energie für Majin Buu zusammenkriegen. Aber Dabra, sollte ich dich verlieren, habe ich keine Abwehr mehr gegen sie. Hast du denn wirklich eine Chance? Eine Chance? Ich bin Dabra, König des Dämonenreichs. Niemand in diesem Universum hat die Macht, mich zu besiegen. Wenn du wüsstest... Wenn du wüsstest, Dabra... Dabra, ich bin zugegebenermaßen beeindruckt, dass ihr sterblichen Yakon besiegen konntet. Für diese Leistung hast du dir ein dickes Lob verdient. Aber hier ist Schluss für dich. Ich bin dein nächster Gegner. Die Majin-Wiederbelebung. Wenn Babidi schon seine rechte Hand losschickt, muss er ja ziemlich verzweifelt sein. Schluss mit dem sinnlosen Geplapper. Jetzt greift mich schon an, alle. Moment mal, ich bin als nächstes mit Kämpfen dran. Dann zeig mal, was du kannst. Was hast du gesagt? Wie kannst du es wagen, mich zu verhöhnen? Lord Babidi, bitte bring uns an einen geeigneten Ort. Ich muss diesen Sterblichen meine Macht zeigen. Son Gohan und seine Freunde entern Babidis Raumschiff und seinen Plan zu vereiteln, Majin Buu wiederzubeleben. Sie werden von Babidis Schergen erwartet, von denen der letzte Dabra ist, der König des Dämonenreichs. So, dann werde ich diesen Kerl mal auseinandernehmen und Piccolo und Krillin retten. Ja, dann mal hopp. Komm ran hier. Geh zu Dabra und vernichte ihn. Boah, wieder 4 Mille Energie, ey. Oh ja, genau, porte dich noch bereit. Was ist denn jetzt mit dir hier? Alter. Ja. Ich
Alter, wie viel Damage der uns schon reingedrückt hat, ne? Und wir kommen nicht mal ansatzweise an ihn dran. Ne? Wieder zurück verwandelt. Alter. Marcenko! Now this is beyond the level of Super Saiyan. Wouldn't really dally so much if I were you. You mock me at your own peril. Come on! Alter, oft kommst du ja noch mit der blöden Attacke. Yeah.
Oh, der Kampf zieht sich und hat schon einige Heiltränke gekostet. Ah. Können wir ruhig schon mal noch mal ein paar neue reinschmeißen. Alter, aber dieser blöde Hieb, der zieht aber. Komm, jetzt müssten wir ja erstmal schaffen, ohne noch einen Heiltrank zu nehmen. Aber nicht so. Oh. Ran B-Kampf wieder nur. Mist. Der ist viel zäher, als ich anfangs dachte. Trotzdem, Son Gohan sollte sich nicht so schwer tun. Er ist schwach geworden. Als Kind war er viel stärker, als er jetzt ist. Ja, der hat sein Training wohl wirklich vernachlässigt. Langsam werde ich sauer. As Gohan continued his fierce battle with Deborah, Videl made her way back to the World Tournament Arena. Videl! Oh, Goten! What are you doing here? Oh, Trunks said we should try to go find the others. My dad and everyone else are off doing something cool. It's not fair. You know, it's not like they went off to have fun. Okay, fine. I guess I'll clue you both in on what's happening. So, that's what's going on. Wizard? Majin? Whoa! Did you hear that, Goten? Yeah! That's so cool! Right? Huh? They're over that way, right? Wait a second! You two aren't actually going to... Hurry! If we aren't quick, our dads are gonna beat all the bad guys! No way! I want to see that Majin Buu guy! Let's go! Wahoo! Come on! Meanwhile, the violent confrontation between... Währenddessen ging der brutale Kampf zwischen Son Gohan und Dabra weiter. Verdammt, das dauert zu lange. Ich bringe es hier und jetzt zu Ende. Warte, Vegeta, gib Son Gohan eine Chance. Ist ja nicht so, dass er gerade Prügel bezieht oder so. Ich bin dieses Spielchen echt leid. Ich will das hier hinter mich bringen, damit ich meine Rechnung mit dir begleichen kann. Nur aus diesem Grund habe ich doch bei dem blöden Turnier mitgemacht. Lord Babidi, ich habe gerade etwas Fantastisches entdeckt. Majin Buu wird schon bald wiederbelebt werden. Hey, du läufst doch nicht etwa weg, oder? Weglaufen? Hey, nein, ich muss nicht mehr kämpfen, weil ich einen viel besseren Gegner gefunden habe. Was hast du gesagt? Was hast du denn entdeckt, Dabra? Einer dieser vier trägt viel Böses in seinem Herzen. Mit so einem bösen Herzen können wir ihn ganz bestimmt auf unsere Seite ziehen. Oh, verstehe, wir können sie dazu bringen, gegeneinander zu kämpfen. Und dann die dabei entstehende Energie einsammeln. Das dürfte mehr als genug sein, um Majin Buu wiederzubeleben. Warte, was hat er da gerade gesagt? Ich bin zwar nicht ganz sicher, aber das klingt, als hätte er jemand Besseres als Gegner für mich gefunden. Jemanden gefunden? Was er wohl mit gefunden meint?
Schluck. Dein Körper und Geist gehören jetzt mir. Er macht es wirklich. Babidi nutzt das Böse in deinem Herzen, um dich zu kontrollieren. Befreie deinen Geist, schaffe alle böse Gedanken aus deinem Kopf. Halt dein böses Maul, du musst mir nicht sagen, was zu tun ist. Ja genau, du gehörst jetzt mir. Solange ich dich kontrolliere, will ich deine Macht mal über ihre Grenzen hinaustreiben. Vegeta, lass dich nicht von diesem Ungeheuer kontrollieren. Interesting place to fight. Pa-pa-ra-pa-pa! Babidi kontrolliert Vegeta mit seiner dunklen Energie und macht ihn zu einem unbarmherzigen Mörder. Er fordert Son Goku heraus, der gegen den mächtigen Prinz der Saiyajin kämpfen muss. So, wir werden aber jetzt hier eben ein Folgenpäuschen einlegen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!